Und jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Ich war nicht mal anmelden. Morgen ist Anmeldetermin, aber das Auto steht bereits hinter mir. Ha, jetzt fragt ihr euch, wie das sein kann. Tja, man muss nur berühmt und bekannt sein auf dieser dreckigen Welt. Langer After, kurzer Dreck. Boom. Es heißt Mercedes-Benz C-Klasse in der albanischen Drogenkurier Edition. Nicht, dass jemand wieder die Polizei ruft und yabbi dabbi. Boom. Seht ihr das? Schon kaputt. Digga, es ist einfach schon kaputt. Junge, einfach eine C-Klasse. Ich nach so vielen Jahren hier. Sind wir endlich da rein? Alter. Ja. Seht ihr? Das hier zum Beispiel ist ein Ablagefach für diverse Drogen, die man nach Albanien oder wahlweise auch in andere Länder reinschmuggeln könnte natürlich. Könnte. Man macht das natürlich nicht. Hat man hier zum Beispiel dieses Ablagefach, wo man auch sehr viele schöne Sachen rüberschmuggeln könnte. Könnte. Auch hier zum Beispiel kann man auch was reintun. Ja, es gibt hier sehr, sehr viele schöne Plätze, wo... Bruder, was ist das jetzt? Was zum Teufel ist denn wieder los? Wieso kommt immer die Polizei? Ich verstehe das nicht. Ich stelle euch mal vor, Giovanni hätte hier irgendwo wirklich Drogen. Ich werde so angehalten vor der Polizei. Die machen den Kofferraum auf. Auf einmal 6 Kilo Koks. Junge, ich werde so gefickt. Ich werde so gefickt, Alter. Ich muss hier weg. Ich muss hier schnell weg, Alter.